auf ein neues. Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, in dem Spiel, wo ich gerade zigtausend Morde gemacht habe, um die Scheiße jetzt hier voranzubringen. Und wir kommen gerade vom letzten Eine weitere Kerbe im Kerbholz, Assassine? Ja, in der Tat, das Kerbholz. Ich verbrachte mal Zeit mit einer Frau in Bankorei. Diese Flusskrebse mit Pfefferwürze waren wirklich der reinste Traum. Oh, das war, nachdem ich ihren Mann ermordet hatte. Es stellte sich heraus, dass sie den Kontrakt bezahlt hatte. Die Welt ist manchmal so klein, sage ich euch. Hier ist eure Bezahlung. Das hat er übrigens schon erzählt. So, egal. Wir haben auf jeden Fall 10 dunkle Bruderschaftspunkte gekriegt, haben damit ein neues Level in der dunklen Bruderschaft und müssten damit Waagschale gerechtigkeit. Level 8 sind wir jetzt. Spektrale Assassine. Fühlen wir den Mord mit der Leinstein, die kein Kopfkeller haltet. Aber hä? Das Ding ist halt, dass das... Warum sollte der Mord überhaupt bemerkt werden? Also jetzt muss ich irgendwie so mal rausrennen, wieder reinrennen, damit die Quest aktiv wird. Es sei denn, ich muss jetzt noch Level 9 machen. Das wäre natürlich noch dümmer. Na. Manchmal ist die Welt auch zu klein oder zu groß. Die Leute sagen das immer, die Welt ist so klein. Aber an sich ist es ja irgendwie ein Glücksfall, wenn man die Leute wieder trifft, ne? Also immer wenn ich so durch die Gegend laufe, ich kenne ja keinen wieder. Ich bin noch nach Leipzig gezogen und ich kenne ja keinen. Also bin auch noch nie irgendwie ein Arbeitskollegen auf der Straße begegnet. Noch nie, 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 nicht. Also gibt eigentlich relativ viele Leute in der Firma. Ich weiß auch, wie die alle aussehen und ich habe noch nie irgendwie bekannt, die sich die sehen. Noch ja nicht. Und das ist halt auch immer ein bisschen deprimierend, ne? Wenn du halt... Also ich treffe keine Nachbarn zufällig wieder. So, was muss ich jetzt hier machen mit dieser Quest? Muss ich jetzt nochmal rausreisen, wieder reinreisen, damit es hier weitergeht? Warte mal, dunkle Sprecher ist nicht da. Moment mal, das heißt, das ist doch schon mal viel sagen, oder? Es könnte eventuell sein, dass ich nochmal einen Wegpunkt benutzen muss und wieder reinreisen muss. Ach, guck mal da. Hauptquest geht weiter. Muhaha. Ist ja jetzt doof, ein bisschen doof, wenn es sowieso schon weitergegangen ist, aber ich glaube nicht. Ach, sieh, das ist ja... Ach, Terenos direkt hat die Quest vor uns. Das ist ja interessant. Na, Assassine, die Zeit zum Zuschlagen ist gekommen. Ach ja. Die Schwarze Hand hat die Lage untersucht und wir haben eine Strategie entwickelt, um mit dem Orden der Stunde fertig zu werden. Wir werden als Erste zuschlagen. Wir greifen aus den Schatten an und dünnen seine Reihen aus, während ihr unseren wahren Feind sucht. Primas Artorius. Das klingt irgendwie nach einer breit gefächerten Aktion. Das ist eigentlich so ein bisschen genau das Gegenteil von was eigentlich ein Assassinen ausmacht. Ne? Ich meine, viele so Assassinenschaften in diversen Spielen und wahrscheinlich irgendwie auch in der Realität, kann ich mir durchaus vorstellen, erklären sich ja selbst so, dass sie halt eine Person umbringen anstatt viele und somit eigentlich sogar einen karikativen Zweck erfüllen, weil... Die Alternative wäre halt, dass irgendwie ein großkalibriger Krieg irgendwie vom Zaun gebrochen wird und sich Tausende links und rechts irgendwie die Köpfe einhauen. Und der Assassine nimmt halt ein Leben, um viele andere zu retten. Also, ne? Und die machen jetzt anscheinend genau das Gegenteil. Die bringen jetzt massenhaft einfach Leute um. Ja, und wie sollen wir jetzt an Artorius rankommen? Ich will, dass ihr Artorius tötet und die Leere mit seinem Blut füllt. Lasst den Orden erfahren, was es heißt, die dunkle Bruderschaft herauszufordern. Zeigt ihnen, was geschieht, wenn man Jagd auf die Jäger macht. Doch um an Artorius heranzukommen, braucht es all unsere Brüder und Schwestern. Ja, aber das ist warum? Ich meine, der hat wahrscheinlich eine gute Wache und der kommt nie raus, aber da kommt man trotzdem nicht ran, oder nicht? Ein Mann, der sich hinter dicken Mauern verbirgt und von einer kleinen Armee bewacht wird. Tanik ist in Quatsch und sucht nach Möglichkeiten, um die Verteidigung der Kathedrale zu durchbrechen. Astara und der Rest eurer Brüder und Schwestern wird euch nachfolgen. Holt euch Artorius und tötet gut, Assassine. Ja, wird sterben, gewiss. Trefft Tanik in Quatsch. Er sollte reichlich Zeit gehabt haben, einen Weg vorbei an Artorius Verteidigung zu finden, damit ihr in die Kathedrale gelangen könnt. Andere Mitglieder eurer Familie werden sich euch anschließen, sobald der Weg frei ist. Das ist, warum Artorius gegen die Bruderschaft vorgeht? Vielleicht einfach, weil er ein gerechtes Ziel gesucht hat in seinem Fanatismus? Wie so viele, deren Macht höchste Sphären erreicht, wird es immer heikler, sich dort zu halten. Da Artorius selbst einst die Bruderschaft benutzte, um zur Spitze aufzusteigen, macht er sich vermutlich Sorgen, dass jemand anderes genauso handeln könnte, um ihm Einhalt zu gebieten. Er entschied sich, als Erster zuzuschlagen. Wir wissen doch schon, dass Artorius das Schwarze Sakrament vollzogen hat. Wir haben noch die Visionen gesehen und alles. Überrascht euch das? Personen unterschiedlichsten Standes nutzen die Dienste, die wir anbieten. Adlige, Priester, Gemeine, für die Mutter der Nacht macht all das keinen Unterschied. Artorius wollte Primas werden.
Er hat uns gebeten, seinen Vorgänger zu beseitigen. Und wir klärten uns dazu bereit. Tja, der Orden der Stunde, so rüstet ihr mich nun auch nicht. Und wir sind ein Trupp einsamer Assassinen. Ich sage, sollen sie doch kommen. Lasst sie durch unsere leeren Hallen marschieren, während die Schatten sie mehr und mehr bedrängen. Wir sind diese Schatten. Und wir machen sie einen nach dem anderen nieder. Wenn die Nacht für den Orden hereinbricht, wird er es nie wieder bis ins Tageslicht schaffen. Nett, oder? Tja, das ist Astarach mal persönlich. Das ist tatsächlich eine Überraschung, ne? Diese Befehle kommen von der Schwarzen Hand. Außerdem hat eure Matrone eine andere Aufgabe. Sie führt eure Brüder auf einer Jagd, um dem Orden Fallen zu stellen und seine Reihen zu lichten. Sie werden an eurer Seite sein, wenn ihr sie am dringendsten braucht. Und dann wird der Primas sterben. Okay, lebe wohl. Na gut, dann machen wir uns auf den Weg. Müssen wir schon mal nach Quatsch gehen. Wie gesagt, ich hätte auch erwartet, dass viel mehr Quests in Quatsch eigentlich stattfinden. Oh, das habe ich tatsächlich. So. Was hat das damit zu tun? Das ist nervt ein bisschen, dass ich diese Süßkringel-Quest nie gemacht habe. Ich muss die echt mal googeln. Das. Von die Süßkringel wurden noch zwischendurch woanders noch. Ich habe das mal erwähnt im Nebensatz. Und die ganzen Notizen, die wir in den Häusern gefunden haben, haben wir auch irgendwie die Diederischen Prinzen hingedeutet. Aber ich habe noch nichts gefunden, um diese scheiß Quest anzufangen. Das nervt. Ich will diese Quest eigentlich machen. Na gut, wenn ich sie bis zum Ende nicht habe, dann google ich das mal, wie das geht. Ich treffe ständig Leute, die ich eigentlich nie wiedersehen würde. Naja gut, das ist, neue Leute zu treffen, ist was anderes, als Leute wieder zu treffen. Also es gibt ja mehr Leute, die so sagen, die wohin fahren, denn sie ihren Nachbarn treffen oder so ein Spaß. Ich weiß nicht, wie meine Nachbarn aussehen. Gut, ich weiß, wie meine eine Nachbarin aussieht, auch nur, weil sie einen nervigen Kleffi hat. Und der eine andere Typ, weil der immer ganz viel rum hat. Ach guck mal, er hat sich hier großartig getarnt. Hallo, Tarnik. Wenn ich vorher von dieser Knochenarbeit gewusst hätte, hätte ich mich der Bruderschaft nie angeschlossen. Immerhin habe ich einen Eingang in die Kathedrale von Akatosh gefunden, der nicht fest verschlossen ist. Ich musste mich nur durch einiges an Dreck wühlen. Im Ernst, das war eine richtige Buddelei. Er hat also tatsächlich einen Tunnel gebuddelt. Im Innern des Mausoleums. Als man vor ein paar Jahren die Katakomben unter der Kathedrale erweiterte, brach der Boden dieser Krypta ein. Falls ihr zimperlich seid, dann macht euch keine Sorgen. Jemand war so freundlich, die Toten umzubetten. Es war nicht besonders schwierig, das Loch auszuweiten. Jemand hat die Toten umgebracht. Das ist aber sehr verdächtig. Richtig anpacken? Richtig graben trifft es wohl eher. Ich musste zwar ein wenig Schutt aus dem Weg räumen, aber jetzt gibt es einen Gang, der groß genug ist, dass man sich hier durchzwängen kann. Durchzwängen? Ich glaube, ich wäre übrigens nicht so der Freund für Höhlendingsbums. Na gut. Dann ist unser Weg hinein, schätze ich mal. Da fällt mir auch wieder eine langweilige Anekdote ein. Ich war irgendwann mal am Rhein. Da gibt es ja so diverse Burgen. Und in irgendeiner Burg konnte man sich Taschenlampen ausleihen, weil da gab es so komische Tunnel, durch die man durchkriechen konnte. Die sind mittlerweile aber bestimmt abgeschlossen, da kannst du nicht mehr reden, aber damals, wo ich damals da war, irgendwie um die 2000 rum, da konntest du in diese Tunnel noch rumkriechen. Das waren so Kriechtunnel, sollten das sein. Und das war so ein Touristending, hättest du das machen können. Aber meine Eltern hatten keine Lust. Und wir hatten keine Taschenlampe dabei. Aber es wäre bestimmt total toll gewesen und es hätte mir bestimmt überhaupt keinen Spaß gemacht. Na gut, dann gehen wir da wohl rein, würde ich sagen. Kulvianer sind bekannt für Redengabe für das kaiserliche Achtgöttliche. Ich glaube, ich weiß nicht, dass die Kirche des Primus nachgeschaut haben. Ja, das haben wir schon mal vorgelesen. Das Problem bei so Grabungsarbeiten ist ja auch häufig in der Vergangenheit gewesen,
dass die Leute die Erde nicht weggekriegt haben. Ist ja auch eine häufige Trophäe, ne? Das hat nämlich irgendwelche Leute. Da gab es doch mal so berühmte Bankeinbrüche. Haben sich da auch irgendwie unter der Erde gerammt. Das große Problem war echt, die Erde wegzukriegen. Das ist halt Blumen an seinem Zeug. Das musst du halt irgendwie wegkriegen, wenn du irgendwo in der Stadt buddelst. Das musst du erstmal machen, ne? Kannst du ja nicht einfach nach links schleppen, den Scheiß, oder hinter dir baddeln. Das geht ja alles nicht. Das kannst du nicht einfach. Das lässt sich alles nicht so leicht entsorgen. Was macht der Typ dann mit dem Warmasun? Naja, mir soll es egal sein. Ich bin nicht hier, um die Warmasun-Züchter nach ihren Zweck und Sinn zu fragen. So, übrigens, Sammelexpertin sauberer Fälle? Wie viele tausend saubere Fälle habe ich denn gerade jetzt eingesammelt dafür? Hilde, wartet! Hilde! Hildegard! Cool. Bei ja, allem toll. Eis in Ostmarsch! Mit Fell ist sie echt flink! Aha. Warum man als heulender Wolf auf Assassinentour gehen soll. Ich dachte schon, die haben Wachhund hier eingestellt. Ja. Ganz schön. Was ist denn hier los? Die Wamasu-Matriarchin. Ernsthaft? Das ganze Licht kommt von der? Was zur... Hildegard! Wo seid ihr nur? Au! Das tut weh! Ich kümmere mich um die Kleinen. Ihr kümmert euch um die Mutter. Der ganze Raum leuchtet. Wann sind Wamasus so mit so Blitzen und so Bleib Zeug? Bleib nicht auf den Metallgittern stehen. Oh. Nicht auf den Metallgittern? Oh, gut. Hört das Blitzzeug auf in die? Er ist übrigens nicht besonders gut, die Kleinen aufzuhalten. Ach, die sterben gleich mit. Naja, gut. Das war heftig. Schön, dass ihr so rechtzeitig aufgetaucht seid. Rechtzeitig, hat er gesagt. Ach, guck mal, das hier. Seid ihr, Jakob? Musstet ihr wieder anhalten und euch ausruhen? Ich ruhe nie, wenn es noch Ärger gibt. Doch das große Monster ist erledigt. Das also mache ich jetzt Pause. Oh ja, er läuft doppelt. Der Bot läuft in der Tat doppelt. Das kann ich nicht mit denen reden. Ich kann nicht mit denen reden. Ah! Was? Musstet ihr die Wamasu wirklich töten? Sie hat nur ihre Kinder verteidigt. Tut mir leid. Ich sollte mich nicht beschweren. Ihr seid sicher sehr beschäftigt. Mit diesen Primas und so. Wir werden hier warten und dafür sorgen, dass der Weg für die anderen frei bleibt. Lebet wohl. Sieh, warte mal, ich muss mal... Reinigung. 15... So. Hauptsache, hier kommt irgendein Riesenwarmer so als Endboss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das als kreativ oder unkreativ sehe, was ja eigentlich ein bekannter Gegnertyp ist. Ihr sagtet, einer der Piraten hätte einen Werwolf gesehen. Was macht eine solche Bestie hier unten? Einer der Piraten? Ach ja, das ist außenrum! Ausschwärmen! Ausschwärmen! Interessant, dass sind die immer noch als die Piraten sein. Ich würde mich gerade über diese Blumen hier wundern, die hier auf dem Tisch stehen. Und dann wurde ich abgelenkt von irgendwelchen Typen, die der Meinung waren, müssten... Der muss ordentlich was gekostet haben. Ach, verdammt! Ach, schleichen funktioniert einfach nicht. Wenn ich direkt irgendwie von hinten kommst, haut das nie hin. Ach, Mann, ich will doch nur Blut saugen. Auf die Seite! Ist das was, ein Khajiit? Astara! Assassine! Hier entlang! Vielleicht kommen wir durch dieses Tor. Ist es verschlossen wie das letzte? Ich hätte ein Brecheisen mitbringen sollen. Ja, es ist fest verschlossen. Hier kommen wir nicht durch. Artorius will wirklich keine Gesellschaft, was? Wartet, da kommt wer! Wir werden euch finden, Assassine! Aha. Wer ist das? Achso, da steht einfach nur drauf rum. Ich dachte schon, wir kriegen jetzt hier noch kurz vor Ende nochmal neue Charaktere mitgeteilt. Oder irgendwas, was uns mitteilt, dass es gar nicht besiegt. Wer von euch Fanatikern als erster zuckt, kriegt einen Pfeil ins Auge. Flinkling des Primas? Kann ich die Attentätern? Worauf wartet ihr noch? Geht da rein und tötet diese kranken Mörder! Hauptmann Furia!
Das heißt, der kranke Mäuler, das ist wirklich, also Profi. Also immer ein schönes Kraft da mal vorkommen. Über uns! Schützen ist prima. Ui. Die Stimme von Kratzer passt übrigens nicht für den Ork. Glaubenskrieger des Pumas. Uah. Ich sollte vielleicht nicht genau dahin da stehen, wo sie runterspringen, ne? Vielleicht mal anfangen, ein paar OEs auf den Boden zu packen. Der Lebenspunktebalken eigentlich kürzer? Ihr habt euch zum letzten Mal eingemischt, Mörder! Das gibt Ärger, Assassine! Wappnet euch für einen echten Kampf! Hä? Was haben wir bis jetzt gemacht? Hunde der Bruderschaft! Jetzt ist Schluss! Leute, ich habe hier AOE-Zaubersprüche. Die beenden in der Regel sowas relativ easy. Ich brauche Heilung! Na gut, dass die übrigens nicht von oben runterzaubern, ne? Das würde das ja am Ende noch problematisch werden. Irgendwie. Genug! Ich kümmere mich selbst um euch! Irgendwie ist das AOE-Zeug gar nicht so gut. Oh, sie macht hier der Johanna-Ult, quasi. Sie ist ein Paladin. Ich hätte mich schon um diese Eiferer gekümmert. Aber danke für die Hilfe. Ja, bitte. Gerne. Schön.